Aber immerhin, wir sind endlich live nach einer guten Stunde fast sogar Delay. Denn das Spiel war mal ursprünglich auf um 7 angesetzt. Dann wurde es um eine halbe Stunde verschoben. Und jetzt geht's auch endlich los. Maus kann sich die Knife sichern, statt der CT. Und ich hoffe doch mal, dass wir heute mal was Vernünftiges zu sehen bekommen von den Mäusen. Allerdings, wenn ich das schon lese, dass Struxi vorhin erst irgendwie wieder gekommen ist aus, keine Ahnung woher, aus Köln. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber ist ja auch egal. Und er ist, glaube ich, nach Hause gekommen und instant dann Rechner und jetzt erstmal zocken. Na, mal gucken, ob das was wird. So, die Russen bauen innen auf Contact. Und dann steht Struxi allein. Support wäre erst bei Next da. Warum wird der Name jetzt? Ah. So, Next. Boah! Struxi kassiert instant in das Brett. Nee. Staphros war das. Schöner Frag. Oh, der T ist offensiv gut. Der steht gut in der Smoke. Ich weiß nicht, ob sie mit ihm rechnen. Boah, das sieht nicht gut aus für Maus. Ja, der Fabi ist aber gestorben. So, 2 gegen 3. Ne, jetzt 3 gegen 3 Situationen. Struxi extrem low. Aber der andere war auch gut angeschossen. Jetzt sogar die Überzahl. Aber wie gesagt, Struxi braucht nur einen kleinen Hit. Der muss nur angehustet werden. Das ist doch Last Man Standing. Boah, er hat doch keinen Kit. Da hat er keine Chance mehr mit seinem OHP. Also die erste Runde geht an Z-Nation. Und oben, das wird hoffentlich auch gleich gefixt. Jo, da ist ein guter Admin gerade dabei. Schade, dass Staphros da so früh da, also den Instant-Headshot und große Rampe gefangen hat. Wenn er da überlebt, sieht die Runde vielleicht ein bisschen anders aus. Ich will auf jeden Fall schon mal mit dem Opening. Muss gerade sagen, das buggt ziemlich rum. Wenn ich Tab drücke, dann kommt der Name nicht direkt wieder. Also alles noch Bugs, die es zu beheben gilt. So, gar nicht so eine erfolgreiche Eco für Maus, noch Keep Barken holen können. Aber das sollte nicht so schlimm sein. Hier geht's Poppe raus. Ah, schön Damage gemacht von Snacks. Boah, Traveler hat da gute Hits ausgeteilt. Staphros schiebt rüber. Einer noch im NTW. Ja, ist Aprox. Maus jetzt gar in der Überzahl. Boah, wenn Aprox da langsam vorkommt. Schade, jetzt schieben die Ts. Boah, gut aufgepasst von Fabi. Warum wird geplantet? Staphros hört das. Schade, aber die Eco sah teilweise richtig gut aus. Tidehunter, Hunter, wie gesagt, Struxi. Der King Staphros und der Rest ergibt sich ja von selbst. So, auf geht's in die erste Crypt Round. Defense. Eine AWP bei Fabi. Bei Maus haben wir gar keine. Mensch, Spaddel, die Granaten sind auch nicht schön. Ah, das wird schon noch. Aus, ein bisschen gefaked. Staphros da am Get-Right, am Inneren. Trifft jetzt auf 4 Mann. Der Blind kommt immerhin nochmal weg. Hat noch 100 HP. So, jetzt ganz gefährliches Fabi.
Boah, schöne Hits da. An der großen Rampe verteilt. Und das Wichtige ist, dass es Fabi die Hits abbekommen hat. Tisch schieben auch weg. Box macht danach KG. Schabli, gute Posi. Sind auch schon direkt wieder zu viert. Jetzt dritt am A. Z Nation entscheidet sich ja gerade noch nicht so richtig für irgendwas. Sind da immer noch White Walls. Sammeln sich jetzt und gehen jetzt große kleine Rampe raus. Struxi hat sie da auf jeden Fall gesehen. Boah, jetzt geht's große Rampe da raus. Boah, schöner Headshot. Gut gemoved. Bombe wurde leider schon gelegt. Davos kann da leider keinen mehr machen, aber Aprox zur Stelle. Jetzt überzeugt gegen Fabi. Und da zahlen sich die Hits aus, die vorhin Davos, glaube ich, schon gemacht hat. Boah, bitte keine Mappen mehr fallen. Ja, Trouble macht's. Sollten auch die AWP. Ah, die wollen sie, glaube ich. Doch, wollen sie doch. Trouble pickt danach alles ein, was er so findet. Erster Krypton somit an Maus. So viel Geld ist aber nicht vorhanden. Fabi wieder mit AWP. Und Stavros diesmal entscheidet sich offensiv zu pushen. Hat jetzt gute Kontrolle und ein T tastet sich vor. Wer ist das da überhaupt? Aero dürfte das sein. Boah, guter E gegen Stavros. Aber sie gehen auf jeden Fall außen. Jobby darf jetzt nicht in den T da reinlaufen. Struxi zielt die Mitte ab. Das wird auf jeden Fall ein Außen-Go jetzt. Oh nein, Struxi hat gerade innen verschoben. Abhox nach dem Spot, muss KG aufpassen. Boah, wie blind er ist. Boah, jetzt hat er auf Spot eingesehen. Boah, schöner Shot von Abhox. KG kann er auch machen. Sehr starke Runde von ihm. Ach, schöne Pose von Trubley. Und nur noch Fabi mit AWP. Verschießt auch seinen ersten Shot. Was eine schöne Runde. Souverän. Alle fünf Mann konnten hier überleben. Hat Maus gut umgestellt, haben sich dazu entschieden, innen allein zu spielen. So musste Star Wars natürlich offensiv gehen. Und das spielt jetzt auch erstmal weiterhin. Den ersten, den zweiten, den dritten und den vierten kriegt er leider nicht. Aber schöner Spray. Keine Chance gegen die Farmers von Nix. 3:3 der Ausgleich. Das sieht doch schon mal ganz vernünftig aus. Aber das sah Maus ja eigentlich immer bisher. Sie haben es halt einfach nur nicht geschafft, Spiele mal irgendwie dicht zu machen. Oder einfach mal konstant über eine Map mal gut zu spielen. Wir fahren mit raus. Struxi geht on top. Boah, leider jetzt blind geworden. Er hat den Fleck noch bekommen. Schöne Gegenflashes. Aber, Trouble auch eine richtig schöne Position. Schöner Shot. Boah, Maus deckt doch richtig gut. Ist, glaube ich, wirklich auch eine ihrer besten Maps. Eine sehr schöne Aufstellung, die sie da gehabt haben. Nur einen Mann verloren. Das sieht doch sehr, sehr, sehr gut aus. Vier Runden jetzt in Folge geholt. Und das Gute ist, dass die Z-Nation nicht mehr zum Legen kommen lassen. Warum ruckelt der hier eigentlich so? Oh. Sorry dafür. Hat's wohl da vorhin wieder verstellt. Hab mich dann die ganze Zeit gewundert, warum das so komisch läuft. So ist damals wieder allein und Fabi allein abfinden, aber das ist eh ne Eco.
Fuchs hat ihn einen gesehen. Sehr schön. Und Fabis Posi ist auch bekannt. Kann sich da nochmal einen schnappen. Die AK hüpft ein bisschen durch die Kante. 5 Runden in Folge. Die Russen auf jeden Fall wieder mit Geld. KG hat man bisher eher vernachlässigt. Sonst kann man durchaus vorstellen, dass es dort mal hingeht. Was sehen wir jetzt auch? Und da müsste Aprox den Kontakt haben mit Nex. Traveler hilft ihm dann, glaube ich. Gucken, da gibt es einen AWP Tower. Kibak und Fabi machen erstmal defensiv, weil es kommt auf Aprox an. Die HE saß gar nicht. Wissen Tagi, was hinten ist? Die Backen wartet noch in der Mitte. Also es gibt... Ja, es muss groß gehen. So, gute Gegenflasche von Aprox. War ein T ist da noch hinten. Grundlinie. Wo ist ja aber jetzt bekannt. Aprox hat er das Mündungsfeuer gesehen. Und kann ihn durch die Smoke machen. Also Maus sieht hier wirklich sehr gut aus. 6 Runden in Folge, kaum Spieler verloren, gewinnen jedes Aim-Duell eigentlich, wobei es nicht mal wirklich zu Aim-Duell kommt. Die Ts sind einfach immer blind oder Maus steht einfach richtig gut. Und das sieht jetzt mal nach Fake aus, er sollte vielleicht die Bombe droppen. Struck, sie macht große Rampe. Braunholz wird schon eingenommen. Smoke Struck sie ab. Wie gesagt, das sieht auf jeden Fall der Fake aus. Und das müsste... Ja, Maus ist nicht so dumm und schiebt da jetzt rüber. Bevor da nicht mal ein T rauskommt. Stehen sie eigentlich auch noch recht solide oben. Schnapper checkt gerade ein KG. Ja, gut gemacht, da keinen gesehen. So, jetzt kommen die T's raus. Und schieben. Ja, Nex ist wieder weg. Sehr gute Ansage dann B. Oh, leider stirbt jetzt Stavros. So, Strucks noch innen, aber die Ansage kommt bis jetzt von Trouble kommen und vom Rest. Aprox, Trouble kann auf jeden Fall den Planter vereiteln. Boah, das ist eine krasse Pose von ihm. Er macht ja irgendwie nur Headshots, aber er sieht ja auch gar nichts anderes. Sehr schön, nur noch Kibaken. Gegen 3, 2. Boah, bitte nicht 1. Boah, schön weggemoved hinten. Und die Zeit ist abgelaufen. Boah, und da stirbt er noch. Aprox und Struck sie mit 6 und 9 HP überlebt. Immerhin war es jetzt mal eine knappere Runde. Aber auch wieder nicht so gut von Z-Welchen. Sie haben seit der Pistol eigentlich keine Runde mehr geholt. Natürlich die beiden Folgerunden, das ist klar. Aber danach sieht es dunkel düster aus. Dunkelfinster. Boah, da haben die Mates gefehlt. Ach ja, was ich übrigens noch erwähnen wollte. Für alle, die sich fragen, warum Evil hier spielt. Der Squidzinho, oder ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, ist gestern, hat gestern das Team verlassen. Es geht inaktiv. Und Evil tritt dem Team bei. Ich schieb jetzt erst drüber. Das ist natürlich die Kacke auf Train. Man hat so wenig Möglichkeiten, sich zu verstecken. So, aber wie gesagt, Evil jetzt im Team. Und ich hatte jetzt leider, weil ich es auch vorhin erst auf der Facebook-Seite von Z-Nation gelesen habe. ich weiß jetzt nicht auf die Schnelle, wo Evil vorher gespielt hat. Ich glaube nämlich bei Rush oder
Virtus Pro sogar, da bin ich mir halt nicht sicher. Hab somit keine Ahnung, was es jetzt gerade, wo der jetzt gerade eine Lücke hinterlassen hat. Oder ob er sowieso Freelancer war. Also frei verfügbar. So, jetzt mal direkter Go-Innen, scheinbar. Ich druck sie jetzt aber wieder am Schieben, also beim Timing passt es eigentlich wieder. Schöne Smokes von den Ts. Schöne weitere Smokes, aber Star Force mit einem guten Move. Holt den ersten, hat immer noch Cover von der Smoke. Schade, hätte sich vielleicht jetzt eher auf oben konzentrieren sollen. Da, ja, den verschießt Star Force. Struxi. Boah, den auch. Ich finde das ganz schwer, auf die lange Distanz da irgendwas zu treffen. 2 gegen 2 Situation. Ein T kommt von hinten. Ah, der macht Abbox leider nicht. Und da war Next eingekesselt, hat da keine Chance. Gute Runde, guter Move von dem T, der von hinten gekommen ist. Ich habe es leider nicht rechtzeitig gecheckt. Aber Maus ja anscheinend auch nicht. Und das hat ihn die Runde gekostet. Also sieht wieder nach dem Fake aus, den sie vorhin schon mal gespielt haben. Nehmen innen ein. Wieder die HE von der Aero. Diesmal steht Star Wars aber nicht dort. So, Struxim übernimmt wieder große Rampe. Der kleine Fabi ist raus. Oder? Nee, ziehen noch ab. Was ist komisch ist das? Ich glaube, diesmal spielt es andersrum. Boah, ein Tegel läuft durch. Boah, Fabi kann jetzt ganz, ganz, ganz böse gefährlich werden. Sie sind sich, glaube ich, gerade nicht sicher. Sie warten, bis Fabi hier was machen kann. Boah, er hat jetzt richtig gutes Timing. Wenn du dort vorschlägt. Boah, jetzt steppt er aber. Oh, hat jetzt einen Free-Frag. Boah, schöner Refrag von Nex. Abhox noch am KG. Boah, zum Glück verrät der T sich. Warum hat er sich da verraten? Nicht verstanden. So, das Gute ist, wir wissen, dass jetzt nur 2 im Spot sind. Und haben jetzt auch schon viel Raum gut gemacht. Abhox hält den Spieler auch gut weg dort. Boah, da haben sie gar kein Kit. Warum ist Trubly so weit hinten mit seinem Kit? Boah, da haben sie sich nicht gut abgesprochen. Da muss Trubly auf jeden Fall vor und an die Bombe. Schade. Also 5. Runde jetzt schon. Die Russen drehen hier wieder ein bisschen auf. Aber das habe ich so auch noch nicht gesehen auf Train. Dass da die Ts durch die Smoke einfach so vorgehen. Gut, hat man den 1-6 auch mal gesehen, aber Disney Smokes natürlich nicht so krass. Und da kannst du natürlich auch viel krasser reinbangen mit dem Schalldämpfer und so. Deswegen ist es eigentlich ganz... gar nicht mal so schlecht von den Russen. Oh. Davros stirbt. Struxi richtig Gold. Ist da schon große Rampe, sollte vielleicht eher... Oh, schöner Headshot. Einer kommt von hinten, Trubly. Nein, das ist leider zu laut. 3 gegen 3. Der T darf sich eigentlich nicht zeigen. Struxi muss da oben haben. Oh, er verschießt. Alter, aber Bombe kommt durch. Und er macht den sogar noch mit Pistol. Uiuiui, da. Der Retake. Der hätte auch gut in die Hose gehen können. Spätestens, wenn Struxi da oben große Rampe stirbt. Dann können die Spotspieler nämlich kaum noch was machen. Aber alles nochmal gut gegangen. Auf Fuß gesehen von Struxi.
Damage-Point verteilt. Ist daraus mit First Track. Aber warum Aero da allein vorgeht? Weiß es nicht. So, Wake jetzt auch noch nachgezogen. Ich sag nicht, dass sie die Bombe hatte. Die hat nämlich momentan keine auf dem Rücken. Zwei sind nach hinten KG. Das sieht man auch oft bei Aprox. Er hält die ganze Zeit KG und dann schiebt er immer davor. Und das als Team weiß natürlich auch sehr lesbar, dass Aprox dann auch immer mit am Spot ist und Grundlinie eher offen lässt. So, letzte kommt da auch. Boah! Schöner Schuss von Aprox. Also 10 zu 5 und ohne Pistol ist das ein akzeptables Ergebnis. Zwei Equipfrauen, die jetzt Z-Nation geholt hat. Maus hatte, musste keine einzige Eco einlegen. Somit kann man eigentlich mit dem Halbzeitergebnis zufrieden sein. So, was haben wir hier für eine... Hallo? Das nervt schon mit dem Namen irgendwie, dass der immer wieder weggeht. Schöne Smokes. Struxi kann dort planten. Schabele hat auch Popdog. Boah, jetzt dürfen sie da nicht großartig fighten. Ich habe die auch am Poppe gestorben. Schöne Entscheidung von Strux, sie da vorzupuschen. Aber er sieht ja nichts durch die Smoke, nur Aprox am Leben. Oh, krass. Was sind denn da alle gerade gestorben? Und vor allen Dingen. Ich glaube, die ist hier gestorben. Ich weiß jetzt leider nicht, ob einer von hinten gekommen ist. Ich glaube nämlich eigentlich nicht. Also, wenn man am Innen so eine Runde abgegeben hätte, hätte ich das doch noch verstanden, weil man sich so schwer verstecken kann. Aber im Großen mit geplanteter Bombe, Überzahl. Da gibt's. Also, da braucht man bessere Positionen. Da kann man sich eigentlich so gut verkämpfen am MTW und alles. Und an der. Weiß nicht, auf den Kupplungen da. Kleiner Billigfake von Struxi, derweil der Innengo. Mal sehen, was Kibaken hier anrichten kann. Hätte aber auch schon verschoben, der Fabi. Und Bombe Großrampe raus. Quaken hört ihn aber. Und macht den auch noch nur noch Struxi. Da wissen sie auch, dass er vorhin irgendwann mal KG war. Sollten jetzt somit auch keinerlei Probleme haben, ihn zu machen. Was sie auch nicht haben. So, 6 Runden als T. Hört sich viel an, ist es auch. Da wird das Maus vorhin so dominant war als CT. Haben sie dann gegen Ende schon ein bisschen nachgelassen. Und das ist. Das lässt nicht unbedingt hoffen jetzt. Aber mal gucken, was sie in den Equiptrons reißen. Wovon sie jetzt hier die erste schon spielen. So, da kommen Granaten. Alle von Maus auch draußen. Trouble auf jeden Fall, der Mann für hinten. Star Wars eröffnet hier den Spot und hat jetzt eine schöne Pose genommen. Müsste da eigentlich überleben, aber CT fährt hinterher. Kann ihn refracken. Trouble macht dort einen wichtigen Frack nach hinten. Jetzt müssen sie eigentlich hier die Runde holen. Was stirbt denn der on top da nicht? Aber immer noch Vorteil bei Maus. Jetzt kriegt Trouble noch mehr jetzt. Oh, schöne Bomb-Plan-Pose. Oh, sehr schöne Runde von Nex. So, nochmal kurz angucken. Da vorgelegt. Sehr geile Posi. Das ist nett. Ich denke, das ist auf jeden Fall geplant. Netter Plant. Sollte sich zum Standard-Plant entwickeln. Gefällt mir. Uns hat nicht eine Offensive, aber Maus spielt innen auch fix an. Und Star Wars. So, zwei sind da am Innen.
Ich habe ihn gesehen. Macht direkt gut Schaden. Oh, aber kriegt ihn die Fresse von Fabi. So, müssen jetzt aber auf jeden Fall wissen, dass zwei dort sind. Dabei gibt es auch schon einen Kontakt am Kistengang. Apox hat er gut geschossen für Savor, sorry. Ich dachte gerade, es wäre Nex. So, sind jetzt Kistengang raus. Bot ist sogar frei. Nur noch drei Spieler noch. Boah, aber die drei Spieler reichen anscheinend. Wenn sie einen jetzt richten muss, dann ist es Struxi. Macht den ersten. Troubly stirbt, kann aber die Pose ansagen. 36 Sekunden hat Struxi noch. Jetzt sieht er schöne Füße. Aber wurde, glaube ich, auch gesehen. Boah, da kriegt er jetzt die Hits von dem CT. Oh, 12 HP. Aber Kibaken Z. Und das müsst ihr ja wissen, was er auch tut. Vielleicht sitzt leider nicht. Boah, er geht on top. What the fuck? So, der Blompel geht auf jeden Fall durch. Jetzt muss der Monster-Headshot kommen von Struxi. Kommt er leider nicht. Schade. Aber Minimalziel erreicht. Bombe gelegt. Zwei noch gemacht. Von daher sollte Maus eigentlich kaufen. Egal, wie viel sie jetzt haben. Jetzt schauen wir uns mal kurz das Geld bei den CTs an. Die haben nämlich nicht so viel. Ach, schade. Bei Maus reicht es tatsächlich nicht. Bitter das ist. Was denn ein Sex, hätte ich fast gesagt, man legt sich jetzt, aber ich weiß nicht, in Go ist sowas glaube ich noch nicht so richtig erforscht, wenn man das mal so sagen kann. So, Kibaku kommt er wieder zu tun in der Eco. Diesmal sieht er gar nicht so gut aus. Komm immerhin zum Bombenplant, also auch hier bisher eine gute Eco. Davos mit P. Boah. Was haben sie nochmal eine richtig, richtig knappe Runde draus gemacht? So, und jetzt aber eine ganz wichtige Runde für Maus. Die müssen sie holen. Dann wäre Z-Nation meines Wissens nach direkt broke. Ich meine es, also 1-0 Dollar, 850. Das sollte eigentlich nicht reichen. Nächste Runde. Der 2 über KG. Nix konnte da schon Spot öffnen. Troubley ist sehr schön und TT Top. Sehr schön weggemoved von Troubley. Geht da nicht unnötig das Duell ein. Und Stuffers ist Grundlinie durch. Boah, nein! Konzentrier dich doch mal, Junge. Den Frag hättest du haben müssen. Einfach nochmal kurz eine halbe Sekunde ruhiger aim und dann einfach Burst ins Gesicht oder so. Aber dennoch, Runde geht am Maus mit einem schnellen Go. Ich glaube, Mitte war schnell Next raus oder so. Ist das MTW durch? Ich weiß es leider nicht. Auf jeden Fall war Maus extrem schnell am Spot. Z-Nation konnte das nicht aufhalten. Maus mit der weiteren Führung. Mit der ausgebauten Führung. Also eine Freakshow dürfte halt auch schon live sein. Da gehe ich dann direkt danach rein. Direkt im Anschluss. Und da ist es die angesprochene Eco für Z-Nation. Technisch sollten sie vielleicht sogar auch eine Doppel-Eco einlegen. Maus wäre aber gut darin beraten, die Runde auch überhaupt erstmal zu gewinnen. 3 gegen 3, 3 gegen 2, aber auch richtig low von Maus. Nur noch Kibaken aus dem Set. Alter, aber die HP 23, 15, 34. Boah. Ich weiß nicht, ob man dann wirklich eine schnelle Runde Mitte rausspielen soll. Ja, du musst. Wenn man weiß, dass die CTs Echo haben. Maus diesmal mit einem Fake. Und Kibaken offensiv. So, oh, krass, Kibaken kriegt instant die Shots.
Und fällt von der Leiter. Sehr schön, das spielt Maus natürlich extrem in die Karten. Next deckt nach hinten, da kommt aber keiner. Oh. So, Trouble im Spot, die Posi ist bekannt. Muss der weg? Schade, jetzt noch das. Einfach so Nex. Nex kommt ein. Boah, schade, Mann. Wenn er dort eine kriegt, dann kann er wieder weg und die Runde entscheiden. So hat es leider nicht gereicht. Der Diffuse geht durch. Boah, wie bitter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Abriss da gemacht hat. Hätte er vielleicht irgendwie runterspringen sollen oder so und sich eine bessere Pose suchen sollen. 24 Runden schon gespielt. Z Nation auch jetzt zweistellig. Maus hat gekauft. Starforce, Schruxi pusht da alleine im Inneren. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob Kibaken den schon gesehen hat, denn er zieht immer noch. Schade, also wenn Schruxi da große Rampe rausgeschlichen wäre. Factored jetzt ein bisschen allein. Zieht sich jetzt zurück. Fake ist aber überhaupt nicht. Doch, der geht ernsthaft auf. Wie schlecht kommunizieren sie denn bald bitte? Fabi war gerade am Schieben. Haben das jetzt aber nochmal korrigiert. Maus derweil am Poppe raus. Am KG raus. Oh, Schruxi. Wenn du den schon hörst, dann mach ihn doch. Auch schon wieder so eine komische Chaotenrunde. Schade, dass Schruxi es nicht getraut hat, große Rampe zu schleichen. Der hätte auf jeden Fall den Spieler hinter der 3 am Get-Right machen können. Aber die Fakes, die sind halt eigentlich richtig billig. Und mich wundert, dass Z-Nation da. Nein, nicht unbedingt reinfällt, aber. Irgendwie der Fabi war doch am Schieben. Und da war, glaube ich, ein bisschen Chaos kurzzeitig da. Und dann sind sie trotzdem im Großen teilweise gestorben. So, wieder Echo bei Maus. Wieder geht's im Innen. Wieder ist Kibaken dort. Und wieder wird Fabi nachziehen. Boah, wow, Trouble mit einer Solo-AK. Schade. Gute Idee von Nex. Oh, Zaffers mit einem schönen Move über Z. Nein, da müssen sie noch mehr Zeit rausholen. Da müssen sie mehr Zeit rausholen. Zaffros. Oh, wie bitter. Maus aber auch mit extrem Pech manchmal. Oh, aber es, wie gesagt, Train ist so ekelhaft am B. Dass da nur den Spot, nur die 3, die halt super eng ist. Du kannst da kaum moven, wenn du keine Smokes hast oder so. Normalerweise müsstest du dir hier alles zusmoken, damit du auch irgendwie bisschen mehr Deckung dann da hast. 12. Runde jetzt schon für die Russen. First. Fox mit Refrag. Oh, on top, nur noch Trouble. Boah, schade. Och, wie was ein Pech aber auch schon wieder. Mit 2 HP überlebt der Drecksack. Eine Minute hat Trouble noch auf der Uhr. Die Sache ist, er könnte es fast sogar noch machen. Innen deckt gerade keiner. Ich gar nicht so klug gerade von Z-Nation, dass sie die ganze Zeit am Großen decken. Fabi immer noch nicht da. Fabi wird auf jeden Fall zum Planten kommen. Leider kommt er da nicht weg. Also, er weiß es natürlich auch. Er muss erst auf Frack gehen. Gucken wir uns mal an, wo die CTs stehen. Er moved da eigentlich ganz gut. Hat ihn jetzt gesehen. Schöner Shot. Kann jetzt Standard legen. Beide über Z. Wenn er dort jetzt wegkommt, wäre es gut. So, mit der 3 kann er eigentlich gut arbeiten. Schöner Headshot. Und Trouble spielt es perfekt. Er geht komplett defensiv. Er hat Standard gelegt. Fabi hat das Kit. 4 Sekunden noch. Trouble. Ah, sehr schöner Fake. Schöner Mini-Step. Komm, Trouble, spiel safe. Du musst warten, bis er defused.
Ah, sehr schön. Er nutzt da richtig gut das Model aus und die Waffe. Extrem geiles 1 gegen 3 von Trubel. Richtig gut gespielt am Ende. Aber man muss auch sagen, Zed Nation hat es ihm da auch vergleichsweise einfach gemacht. Also, dass er so spät eine S zum B schiebt, ist einfach grob fahrlässig. Dennoch extrem schön gespielt von Trumbly. Vor allen Dingen am Ende. Die Frags brauchen natürlich am Anfang. Und dann die Entscheidung am Ende defensiv zu gehen, ist einfach perfekt. Und anders darf es oder kann er es fast auch nicht machen. So, man hat sich wieder für einen schnellen Go entschieden. So, gut aufgepasst on top. Und Z der letzte. Posi ist bekannt. Bombe kann safe dahinter gelegt werden eigentlich. Was Apox auch tut. Starforce darf da nicht vorrennen. Warum geht der nicht einfach an CT-Top oder so? Da wollte er. Ist er einfach zu Frack geil. Maus wenigstens schon mal mit dem Draw. Und das bitte jetzt nicht noch abgeben. Aber wenn ich mir die Waffen so angucke bei Zed Nation, da sieht das doch ganz solide aus. Evil mit so einer ekelhaften One-Hit-Shotgun. Mustafa hat die Bombe, also es gibt ein KG-Fake. Mustafa sollte sich da eigentlich nicht zeigen. Denn wenn einfach an da klar ist, dass die Bombe da ist, dann. Wenn die T's dort. Jetzt sieht es nicht unbedingt schieben. Evil steht das gar mit der Pumpe. Wagner den First Track, ich versteh's nicht. Boah, vielleicht war das auch gar nicht so schlecht. Sie können den Frag machen. Ich glaube, sie gehen CDBs durch. Oder wollen das zumindest. Wie blind sie da sind. Wie blind sie da sind. Und Apox kommt nicht raus. Davos hat er das wichtige Duell zwar gewonnen. Und geht da richtig safe runter, die Leiter. Wake hat zum Glück keine HE. Bombe gelegt, Apox kann es noch reißen, er muss Gas geben. Und King, wenn King noch einen mitnimmt, also Starf raus, dann sieht es ganz gut aus für Trouble. Schade. So. Er verliert. Boah, schade, da hat er schon die Füße gesehen. Mann, 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 Mann. 13 zu 15. Jetzt bitte nicht das, die Map abgeben, den Sieg. Das Geld reicht auf jeden Fall. Trouble sollte da Next legen und dann passt das. Hier werden sich auch munter Waffen gelegt bei den CTs. So eine schöne Smoke von Apox. Also man kann auf Train wirklich extrem viel machen als T. Wenn man noch gar nicht auf Spot ist. Oh, wieder ein bisschen Pech bei Trouble, finde ich. Dass sie den nicht getötet hat. Schöne unorthodoxe Pose von Wake. Das ist nicht euer Ernst, oder? Es kann ja nicht sein, dass es immer der Held vordran geht, oder? Ist er jetzt down oder nicht? Ich wage mal den Blick in die Steam-Community. Und Struck sieht aus dem Spiel. So, ich frage ihn jetzt, ob Draw oder. Sie haben ernsthaft das Draw wieder gemacht. Wahnsinn. Ah, dazu brauchen wir echt nichts mehr sagen. Schade, schade, schade.